Ja, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ein herzliches Willkommen bei unserem Gottesdienst. Ungewohnte Art, aber mittlerweile sind wir das ja schon gewöhnt. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Es ist der erste Sonntag nach dem Epiphaniasfest und ich fange an mit der Losung und dem Lehrtext des heutigen Tages. Und da heißt es im Psalm 119, Vers 37, halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Und in Kolosser 2 heißt es, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist. Auch wenn wir hier hauptsächlich die Techniker und die Musikanten haben, danke, dass du sie begleitest, dass du es durch sie möglich machst, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, weil die Art, wie wir das machen, ist nicht so wichtig als die Beziehung, die wir zu dir haben. Ich bitte dich, lieber Herr, dass du uns diesen Gottesdienst segnest, dass du zu uns redest und wir unsere Herzen auftun für dich. Und so freue ich mich, dass wir gemeinsam, egal wo wir sind, diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Amen. Mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz vor dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume geteiltes Herz. Lege
Er bewirkt das Lob in uns. Ja, wir haben uns zu Jahresbeginn viel vorgenommen. Wir wollen endlich mehr Bibel lesen. Wir wollen endlich mehr auf Gottes Wort hören. Und sind draufgekommen, dass wir nach 10 Tagen sagen müssen, naja, ganz so hat es nicht geklappt. Und darum wollen wir jetzt einen Augenblick still sein und nachdenken, dort, wo wir die Dinge, die uns Gott aufgezeigt hat, nicht getan haben und auch vor unserem Herrn die Dinge bekennen, die uns von ihm getrennt haben. Jeder für sich bete in der Stille. Dazu ein Wort oder ein Vers aus dem Johannesevangelium. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wir können mit allem zu ihm kommen. Wir können mit allem zu Gott Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist kommen. Er hilft uns, er stärkt uns. Er gibt uns Kraft, dass wir weiter nach vorne schauen, dass wir nicht auf das blicken, was verkehrt gelaufen ist, dass wir auf ihn schauen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass deine Liebe nicht aufhört. Danke, dass du zuerst auf uns zugegangen bist, dass du in die Welt gekommen bist, damit wir Orientierung haben. Und danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort nahe bringst. Das Wort, das zum Leben führt. Das Wort, das uns stärkt und uns weiterhilft. Das Wort, Gottes Wort, das uns Kraft gibt, durchzuhalten. Danke, Herr Jesus, dass wir auch jetzt in dieser Zeit, wo die so von Beziehungen eingeschränkt ist, dass wir dich haben, und du uns hilfst, dass wir diese Zeit überstehen. Du bist da, du begleitest uns. Und ich danke dir, dass wir unser Leben ganz dir anbefehlen dürfen und dass du unser Herz aufmachst, damit wir erkennen, was du uns bereitet hast. Danke, Herr Jesus. Amen. Man sagt, er war ein Gambler, er zog durch das ganze Land. Graue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat. Man sagt, er war ein Dichter, seine Worte hatten Stil. Wen hörte, schwieg betroffen.
Sturm war plötzlich still. Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehen. Doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und zu sehen. Zauberer, an Wunden fehlt es nicht. Er ging zu Fuß auf seinem See und gab den blinden Augen Licht. Machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot. Und er sprach von einem Neugeburt, weckte Menschen auf vom Tod. Man sagt, er war Politiker, der rief, ich mach euch frei. Und die Masse wollte gern, dass er ihr neuer König sei. Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin. Doch man hasste seinen Einfluss, und so kreuzigten sie ihn. Er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein. Offenbarte Gottes Saat, um uns aus Sünde zu befreien. So hab ich ihn erfahren. Ich meine, es wird Zeit, wir sollten niemand gegengehen. Der Text für den heutigen Sonntag, der steht im Matthäusevangelium im 3. Kapitel, die Verse 13 bis 17. Normalerweise sagen wir jetzt, wer kann, kann aufstehen. Das könnt ihr auch zu Hause, dass ihr aufsteht, um ganz bewusst Gottes Wort die Ehre zu geben. 13 bis 17. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein sollte. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und wir
bekennen weiter unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen und hören, was wir jetzt für ein schönes Lied haben. Reinige mein Herz und heilig, heilig, heilig.
verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut, gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ja, das ist er. Und darum wollen wir mal schauen, was dieser heilige Gott für uns heute vorbereitet hat. Der Predigtext steht bei Jesaja im 42. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Schaut her, das ist mein Knecht, den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Er wird weder schreien und lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrheitsgetreu ans Licht bringen. Er wird nicht müde werden oder zerbrechen, bis auf der ganzen Erde das Recht fest gegründet dasteht. Selbst ferne Meeresländer erwarten seine Weisungen. Gott, der Herr, hat den Himmel erschaffen und ausgespannt. Er hat die Erde und alles, was darauf wächst, gemacht. Er gibt allem, was auf der Welt ist, Leben und allem, was auf ihr geht, Atem. Er sagt, ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit berufen und dich bei deiner Hand erfasst. Ich beschütze dich und mache dich zu einem Bund für das Volk und zum Licht für die Völker. Dadurch sollst du den Blinden die Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die in der Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. Vorhersagen haben sich erfüllt. Jetzt weissage ich neue Dinge. Ich werde euch die Zukunft sagen, bevor sie eintritt. Ja, Herr Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du meine Lippen auftust, damit mein Mund deinen Ruhm verkünde. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich habe der heutigen Predigt eine Überschrift gegeben und zwar Gottes Diener sein. Und ausnahmsweise habe ich heute mal eine Stelle aus dem Alten Testament gewählt, wo ich doch sonst so gerne aus dem Evangelium mir den Predigttext zeigen lasse. Das neue Jahr, die Übertragung, alles ist anders. Und wie schon vorhin gesagt, ist Weihnachten vorbei. Jesus Christus ist geboren, wir wissen das.
Wir wissen, dass auch wenn dieses Weihnachtsfest dieses Jahr nicht so abgelaufen ist, wie wir das gewohnt sind. Aber wir wissen, Jesaja hat es prophezeit, der König ist da. Er ist gekommen. Er ist vom Vater gesandt. Ist es nicht herrlich, dass Gott Vater uns einen Hinweis gibt, dass der Retter kommt und dass der Retter jetzt da ist, dass seine Verheißungen eintreten und dass mit Jesus Christus Gott selber auf die Erde gekommen ist. Nicht irgendwer. Gott Vater ist in Jesus auf die Erde gekommen. Und der Herr Jesus hat in der Zeit, in der er auf der Erde war, dem Vater gedient. Er hat auf ihn hingewiesen. Er hat immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass wir ihm nachfolgen. Und in dieser Stelle des Propheten Jesaja steht auch der Hinweis, was Jesus alles tun wird, wie seine Regentschaft ausschaut. Da wird nichts sein, was unmöglich ist. Und da wird vor allem eines sein: Er geht den Seinen nach, er ist für sie da. Also noch einmal, Gott Vater gibt den Auftrag, dass Jesus Christus jetzt auf der Erde wirkt. Gott Vater hat ihn eingesetzt. Jesus Christus hat uns eingesetzt, uns, die wir an ihn glauben, und hat gesagt, seid Licht für alle. Das sagt sich leicht. Wie können wir das tun? Den Auftrag Gottes erkennen. Ist das unser Anliegen? Aber denkt immer daran, dass nicht wir etwas machen können. Denkt vielmehr daran, dass Jesus Christus so gnädig ist, dass er uns einen Auftrag zuweist. Einen Auftrag, den wir erfüllen können. Wisst ihr, das Tolle an ihm ist, dass er uns nie Aufträge gibt, die wir nicht erfüllen können. Er kennt uns. Er kennt uns und hat uns alles gegeben, was wir tun sollen. Wir sind jetzt seine Diener. Sind wir das? Also ich muss euch sagen, als ich das so gelesen habe, Gottes Diener sein, und ich höre das Wort Diener, dann bin ich im ersten Moment etwas schockiert. Ein Diener, ach du liebe Zeit, der ist ja nichts, der tut ja nichts. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass ein Diener seinem Herrn treu ist, dass der Herr dem Diener zumutet, dass er für ihn da ist, dass er ihm alles gibt, was er braucht zu diesem Dienst, dann erfüllt sich mein Herz mit Freude und dann ist Diener für mich kein negatives Wort, sondern ganz im Gegenteil, ich bin dankbar, dass ich die Vorhersage, die der Jesaja hier gesagt hat, auch für mich in Anspruch nehmen kann. Ich darf Diener des Allerhöchsten sein, nicht mich ihm gleichstellen. Nicht mich über ihn stellen, einfach für ihn da sein. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo es ein ganz großes Vorrecht ist, dass wir Gott durch Jesus Christus kennengelernt haben. Dass wir verstehen, was auch im alten Bund aufgezeichnet ist und für uns heute noch Gültigkeit hat. Es ist vorhergesagt und Jesus hat es mir gezeigt. Der Diener, der seinem Herrn treu dient, wird nicht hergehen und sagen, ach, weißt du was, Herr, es wäre jetzt viel besser, wenn ich nicht das tue, was du mir sagst, sondern dass ich das tue, wo ich meine, dass es gut ist. Nein. Das wird ein mit dem Herzen verbundener Diener zu seinem Herrn nicht sagen, sondern er wird sagen, ja,
ich tue es gern. Auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehe. Ich muss nicht alles verstehen. Aber eins sollte ich wissen, dass ich dem Herrn alles gebe, was ich habe. Bin ich bereit dazu? Stellen wir uns doch diese Frage, dass ich sage, bin ich bereit, Diener dieses allerhöchsten Gottes zu sein, mich hinzustellen in diese Welt und zu sagen, ich glaube an Jesus Christus, dass er der einzige Herr ist, den wir anbeten sollen. Ich glaube an ihn und ich sage ja, ja zu einem Leben, das Gott für mich ausgesucht hat. Ich sage ja, ich folge Jesus Christus nach und ich sage ja, ich will dein Licht sein. Ich bin entschlossen, dein Licht zu sein, auch wenn ich dadurch manchmal es nicht so gut habe, scheinbar. Aber wenn ich bedingungslos ja sage zu meinem Herrn, wenn ich bewusst unter seinem Licht stehe, wenn ich mich demütige vor ihm und mich senden lasse, dann erfüllt sich mein Herz mit Freude. Dann bin ich dankbar und dann bin ich glücklich. Und das wollen wir doch alle sein, glücklich. Das wollen wir alle sein. Ich bin wirklich von ganzem Herzen dankbar, dass ich das will. Wollen wir das? Wollen wir Jesus nachfolgen? Wollen wir mit ihm gehen und nicht auf anderes schauen? Wollen wir oder sind wir bereit, von Altem zu lassen und Neues anzufangen? Sind wir bereit, den Blick auf Jesus zu richten und ganz mit ihm zu gehen? Nehme ich den Auftrag ernst, den er mir zumutet? Meine Lieben, auserwählt zu sein, ist nicht immer leicht. Auserwählt zu sein heißt auch, dass ich mich zu dem stelle, was der, der mich auserwählt hat, gesagt hat und getan hat. Und ich bin dankbar, dass wir unser Leben ganz Jesus geben können, jederzeit. Und ich kann von meiner Person aus nur sagen, es ist spannend. Es ist spannend, mit ihm zu gehen. Es ist einfach fantastisch zu erleben, wie er handelt. Und ich bin auch dankbar, dass ich so einen Mentor habe, der mir das zutraut, für ihn Dienst zu tun. Ich sage manchmal, meine Zeit, Herr Jesus, du hättest das ohne mich viel leichter. Aber er sagt, okay, ja, aber geh jetzt hin und tu das, was ich dir auftrage. Na gut, wenn du meinst, dann tue ich's. Und manchmal gelingt es mir, dass ich das dann auch tue. Und ich berufe mich darauf, dass unser Herr Jesus jetzt unser Herr ist. Ich berufe mich auf diese alttestamentliche Stelle, dass die Vorhersagungen Gottes eintreten, dass sie eintreten und für uns Gültigkeit haben. Und ich wünsche mir, dass ich sein Diener bin, dass ich sein Diener bleibe, der so voll Liebe und Gnade erfüllt ist durch den Herrn. Und ich bin auch froh und dankbar, und das gilt für uns alle, dass ich nicht selber etwas erfinden muss, um zu sagen, wie kann ich ihm denn dienen? Ich brauche nur das tun, was er mir sagt. Nehmen wir uns nicht so viele Dinge für das neue Jahr vor, sondern nehmen wir uns nur das eine vor, ein Diener des allerhöchsten Gottes zu sein. Ein Diener, den der Herr auserwählt hat, von ihm Zeugnis zu geben. Und sagen wir doch ganz einfach, ja, ja zu diesem mächtigen Herrn. Ja,
Er ist da, er ist geboren, er ist für mich ans Kreuz gegangen, für jeden von uns ist er ans Kreuz gegangen. Und er schüttet seine Liebe für jeden Menschen aus. Halten wir daran fest und gehen wir so frohgemut in das neue Jahr. Denn eins ist klar, der Herr Jesus weiß schon, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Und er gibt uns Aufträge, für ihn Zeugnis zu geben. Amen. Yeah.
Nehmen wir uns jetzt Zeit zum Gebet. Es darf zunächst jeder zu Hause ganz bewusst vor Jesus treten und beten. Herr Jesus Christus, herzlichen Dank, dass wir wissen dürfen, wir können deine Diener sein und wir wollen es auch. Danke, dass du hier in unserer Gemeinde bist. Danke, dass du bei allen bist, die einsam sind, dass du im Altersheim bist, dass du bei all denen bist, die jetzt keine Gemeinschaft haben. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du eingreifst, dass du auch diese Pandemie zu Ende führst, dass wir dann umso mehr dich loben und preisen, weil du so Großes tust. Ich bitte dich, Herr Jesus, auch für die Eltern, die nicht wissen, wie es weitergeht mit den Schülern, mit den Kindern, die in die Schule gehen. Ich bitte dich, dass du bei ihnen bist und dass du sie begleitest, dass du ihnen Weisheit schenkst. Ich bitte dich für unsere Regierung, dass du bei Bundeskanzler Kurz bist und den Ministern und den Verantwortlichen jetzt in dieser Zeit, dass sie Entscheidungen treffen, die mitgetragen werden. Und bitte sei du auch bei unserer Bevölkerung, dass sie sich nicht so dagegen stellen, sondern dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, rauszukommen aus dieser Pandemie. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns begleitest durch die Zeit, die vor uns liegt, dass wir uns bewusst machen, du bist unser Herr, du weißt alles, du siehst alles. Wir brauchen nur auf dich zu schauen, dann hilfst du uns durch, auch denen, die körperlich leiden. Und da bringen wir dir ganz besonders die Gabe, dass du bei ihr bist, dass du deine heilenden Hände auf sie legst. Und wir bitten dich auch für alle anderen, die körperlich Leid tragen, dass du bei ihnen bist, dass du sie stärkst, dass du ihnen die Menschen an die Seite stellst, die jetzt an ihre Seite gehen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns einen Tag schenkst, eine Woche schenkst, ein Leben schenkst, das wir mit dir verbringen, dass wir festhalten an dir. Bitte hüll uns ein in deinen Frieden und lass uns Lichtträger sein, Herr Jesus. Lass uns Diener sein und auf dich hinweisen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Noch zu den Abkündigungen. Als allererster sage ich einmal ein ganz, ganz herzliches Dank euch allen, dem Musikteam, dass sie da sind, den Technikern, allen. Das geht so reibungslos und ich danke, dass euch Gott die Gabe gegeben hat, dass wir davon profitieren können. Herzlichen Dank und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Ja, dann weise ich noch hin auf nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag um 9.30 Uhr ist wieder Online-Gottesdienst. Online, ja, über unsere Computer. Und wer unsere Gemeinde unterstützen will, findet alle Angaben, die ihr dazu braucht, auf unserer Homepage evang-windischgarsten.at. Und dort könnt ihr gerne auch die Kontonummer runterlesen und sagen, ja, ich will etwas spenden. Danke euch allen, die ihr das auch tut. Und abschließend tue ich jetzt noch mit dem Wochenspruch, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Worte, die ich sag, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berührt, dein Herz berührt. Lass die Worte, die ich sag, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berührt, mein Gott. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag, eine Ruhe, genießt ihn und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen führt euch.